Was geht, YouTube? Moin, moin und hallo, herzlich willkommen. Ja, ihr seht richtig, Bowser's Fury, endlich bin ich soweit. Ich habe Super Mario 3D World durchgezockt und jetzt können wir mit Bowser's Fury loslegen. Und ja, Chat ist auch am Start. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Wenn euch das Let's Play gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock auf das Spiel. Und ja, mal abwarten, was uns hier erwartet. Also der Umfang von der Collection, die ist ja jetzt schon ziemlich großartig. So. Na, Ladeszene. Was ist hier los? Ach, und nebenbei noch vielen Dank an Torvi für sein Prime-Abo. Böse Erinnerung. Da wurden ja böse Erinnerungen an Super Mario Sunshine wach. So, und wir sind im Spiel. Wir können uns... Wir haben eine komplette 3D-Welt. Okay, gar nicht wie Super Mario 3D World, sondern... Sondern eher wie Super Mario Odyssey und Galaxy und... Okay, krass. Heftig, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Muss auch dazu sagen, ich habe mich vorher überhaupt nicht spoilern lassen. Also ich habe nur ganz, ganz wenig von dem Spiel gesehen. Alter, was ist das hier für diese Fußstapfen? Wesentlich open-worldiger als Super Mario Bros. 3D World. Okay, vielleicht sollten wir mal zu dem Schiff gehen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das Ganze hier als... Junge! Alter Lachs! Boah! Hui! Was ist denn hier los? Eieieiei. Großer böser Bowser. Junge. Ist mit ihm. Eine Katzeninsigne. Lass den Leuchtturm strahlen. Okay.
Wow. Alter Schwede, Freunde, das ist schon mal krass inszeniert. Ja, schick. Ihr kennt mich. Ich muss immer erstmal alles hier. Oh, 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 oh. Mir erstmal alles anschauen, so ein bisschen. Okay. Baby Bowser. Ne, Bowser Junior ist es, ne? Na, Movies? Haha! Secret. Alter Schwede, das sieht schon echt nice aus. Ja, das haben wir gesehen. Es scheint, Bowser Jr. ist in Schwierigkeiten. Mario, Papa ist völlig außer Kontrolle. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe versucht, ihm zu helfen, aber er ist zu groß und wild. Ich schaffe es nicht, Papa allein zurückzuverwandeln. Ich würde dich normalerweise niemals um Hilfe bitten. Aber ich würde alles dafür tun, Papa zu retten. Also, bitte hilf mir, Mario. Waha! Du hast dich mit Bowser Jr. zusammengetan. Aber wie viel Hilfe wünschst du dir überhaupt? Okay. Keine, wenig? Chat. Was suchen wir denn hier aus? Keine, oder? Oder wenig? Was war Default? Default war wenig, ne? Ja, dann nehmen wir wenig Hilfe, oder? Ich hoffe, wir können uns später vielleicht noch umstellen. Keine, okay, keine. Du sagtest zu Bowser Jr., dass du keine benötigst. Du kannst diese Einstellung im Plus-Menü unter Option ändern. Ah, okay, perfekt. Eine Sache noch. Wenn du einen Joy-Con mit einer zweiten Person teilst, kann diese Person Bowser Jr. spielen. Wähle hierfür einfach im Plus-Menü den Zweispieler-Modus aus. Okay, cool, Koop. So, dann wollen wir mal gucken. Wir können ja jetzt hier frei herumstapfen. Katzengumbas. Pling. Okay, er verfolgt uns also immer. Hä? Die Mucke. Es sieht schon... Also, jetzt mal ganz ehrlich... Sieht schon echt ziemlich nice aus. Lass den Leuchtturm strahlen. Ach, die kennen wir doch noch aus. Aus 3D World. Moin Timmy, was geht? Ah, guck mal, hier ist Secret gefunden direkt. Ah, okay, das ist so wie die roten Münzen anscheinend.
seid ihr denn für süße Miezen? Oh Gott, wie putzig. Oh, Feini. Oh. Oh, und die sieht so ein bisschen aus wie Nala hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schon hart putzig. Oh, Freunde, mir gefällt das, dass das so open-worldig ist, ne? Also Super Mario Bros. 3D World hat mir auch richtig gut gefallen, aber... ich finde das halt schon auch ziemlich geil. So, kommen wir hier hoch, ja. Cash, Cash, Cash. Ach, und unten sammeln wir... Moment, wie können wir die denn auswählen? Nee. Ach, guck mal hier, das ist so eine Map wie in... Dingenskirchen hier, wie heißt es? Oh, Schnappschussmodus gibt's auch. Okay, krass. Wie können wir denn die Items wechseln? Ja, wahrscheinlich lernen wir das eh noch. So, da ist die nächste Insignie. Die wollen wir uns nochmal direkt... Oh Gott, die Kamera. Und wir bunkern die tatsächlich irgendwie. Okay, krass. Mann! Timing aus der Hölle. Regen zieht auf. Musik wird bedrohlich. Wir schnappen uns aber vorher noch diese... die... oh. Was ist mit ihm? Heide, nein, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh nein. Das ist gar nicht gut. Oh, guck mal. Eine Katzeninsignie. 5 Katzeninsignienstücke. Ach, und jedes Mal nehmen wir ihm ein bisschen Energie ab, wenn wir da... Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, was der genommen hat, der Boy, ey. Der geht ja mal richtig Rampage hier. Cool. Oh, die Cheep Cheeps. Geil. Okay, ich brauche 5 Insignien, um die Glocke hier zu erwecken. Scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Wow, eine Gigaglocke. Über die Dinge habe ich einmal einen coolen Spruch gehört. Ich glaube, der ging so. Wenn das Monster sich erhebt, wird die Gigaglocke ertönen. Oder so ähnlich. Aber erst müssen wir das klebrige Zeug herunterbekommen. Mit mehr Katzeninsignien sollten wir das schaffen. Und hi, Mr. Oberon. Gut, wir haben ja hier oben noch... eine, die haben wir eben gekonnt übersehen. Beziehungsweise, was heißt übersehen, aber... ist das hier der Leuchtturm? Wo war das? Da oben, ne? Ja. So, jetzt müssen wir hier nochmal hochbleiern. Junge.
Cool. Und hier geht's scheinbar weiter. Aber kommen wir da hoch? Stimmt, oder? Dieser Leuchtturm möchte etwas ans Licht bringen. Das Licht eines Katzeninsignis lässt das klebrige, dunkle Zeug verschwinden. Manche der Katzeninsignien können jedoch ein wenig schüchtern sein. Solltest du nicht fündig werden, sieh dich auf den anderen Inseln um. Inseln mit Leuchttürmen sind immer ein guter Startpunkt. Am besten suchst du dir einen hochgelegenen Ort und suchst du dort aus der Umgebung ab. Okay, krass. Aber wie viele gibt es? Und was ist hier oben? Pilz. Da hinten sind auch Leuchttürme. Und da ist noch irgendwas. Ich würde sagen, wir gehen mal einmal hier rüber. Ach, das geht nicht. Okay. Wie komme ich denn da hoch? Wahrscheinlich noch gar nicht, oder? Gehen wir erstmal den Weg nach, den das Spiel uns sagen möchte. Ich weiß auch tatsächlich noch nicht, wie lange ich diese Folgen für YouTube mache. Aber ich denke, so halbe Stunde bis Stunde werden die Folgen wohl werden. Boing Boing Insel, lass den Leuchtturm strahlen, ja, easy. Junge! Ach, die schon wieder. Ah, okay, wir können es auswählen, wenn wir nach oben drücken. Okay, nice. Nein! Stern weg. Na toll. Bumerang. Geil. Das ist schon cool, dass es jetzt so Free-Roaming ist. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben ja auf jeden Fall eine Menge zu entdecken. Einfach mal Rambazamba machen hier. Erstmal alles aufräumen. Bin gespannt, wofür die Münzen gut sind. Oh, Miezen! Oh, jetzt haben die Angst vor mir. Junge! Boah, geil gemacht, echt. Freunde, ich bin gerade total euphorisch. Ich finde das Spiel halt einfach nur richtig gut gerade.
Und die nächste Katzeninsignie. Guckt mal an, jetzt verschwindet hier ein bisschen was. Dieser Leuchtturm hat ein paar glänzende Neuigkeiten für dich. Es lohnt sich, Münzen zu sammeln. Jedes Mal, wenn du 100 Münzen beisammen hast, erhältst du ein Power-Up-Item. Außerdem kannst du bis zu 5 Power-Up-Items jeder Sorte speichern. Die könnten dir sicher bei deinem Abenteuer nützlich sein. Sammle also fleißig Münzen und sichere dir einen Vorrat an Power-Up-Items. Nice. Junge, was ist mit dir? Alter, ich hab doch hier unten irgendwo eine Insignie gesehen, da. Sollten wir uns vielleicht schnappen? Alter, aber was ist mit ihm? Der dreht ja richtig am Teller, der Junge. Heieieiei. Du hast 5 Katzeninsignien gesammelt. Es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Wenn das Monster erwacht, so erwache auch ich. Ja, das habe ich mir doch schon fast gedacht. Deswegen habe ich mich jetzt gerade mit der so ein bisschen beeilt. Was? Bowser Jr., was? Oh, okay. Ja, moin! Ja, dann mal ab zur Gigaglocke, was? Schade, ich dachte, ich könnte jetzt über Wasser laufen. So, was gibt's denn hier jetzt? Ups. Können wir die irgendwie aktivieren? Offensichtlich nicht. Gut. Aber dahin ist noch ein Leuchtturm. Wenn man nichts wie dahin. Klipp, klapp, klippen. Alter Schwede. Oh, vielleicht sollten wir hier mal nichts nehmen, weil hier ist irgendwas. Guck an. Da, Mizis! Hallo. Ja, ich bin wieder einer von euch. Hallo. Das ist cool. Jetzt rennen die mir wieder hinterher, die putzigen Kleinen. Oh, nicht die Geschichte schon wieder. Oh! Och, komm schon. Ich bin jetzt so in dem 3D-Ding gewesen. Ach, hier, ihr. Sich wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Jungs. So. Ja.
Nein, du sollst da rein. Oh Gott. Achso, ich kann doch einfach... Ich kann den doch einfach hier auf so ein rotes Feld locken. Und dann den machen. So, kommen wir hierher. Ja, easy. Bitte. Überhaupt gar kein Problem. Boah, jetzt kommt er schon wieder angeschissen hier. Oha. Bezwinge die Katzenbullis. Ja, Tschüssikowski, kannst gleich wieder ins Meer gehen, Kollege. So. Das wäre das. Gucken wir nochmal oben auf den Leuchtturm, würde ich sagen. Oh, was war da hinten? Dieser Leuchtturm hat einen erhellenden Tipp für dich. Du kannst den Wutstrahlen des Monsters entgehen, indem du hinter einem Objekt Schutz suchst. Auf jeder Insel gibt es auch besondere Blöcke, die nur durch Wutstrahlen zerstört werden können. Ah, ja, okay, das waren ja vorhin die... die haben wir vorhin gesehen. Versuche sie zu finden, wenn das Unheil zuschlägt. Vielleicht versteckt sich hinter ihnen ja etwas. Ah, es ist schon wieder sehr, sehr cool gemacht. Also, so ein bisschen so ein Mix aus Odyssey und 3D World. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Wirklich. So, aber uns fehlt hier jetzt noch eine Insignie, ne? Wo mag die sich denn mal fällt? Ach, wahrscheinlich da. Ne, da oben. Ha! Nice. Was können wir denn? Moment. Haben wir hier irgendwo so ein... Ah, okay. Schmusekatzen-Dingsbums habe ich geschafft. Samtpfotenküste fehlt uns noch eine. Und da fehlt uns noch eine. Können wir denn... Ne, können wir nicht direkt hinreisen. Aber wir gehen einfach mal in Richtung zu dem Leuchtturm da vorne. Ach, hier oben ist ja auch noch einer. Junge. Erst da hoch, oder? Hä? Den habe ich doch eben gemacht. So ist denn der schiedig. Jagd auf blaue Münzen. Ah, okay. Ja, nice. Tschüssikowski. Also das ist auch so ganz wie in den klassischen Marios, dass da dann immer mal wieder neue Insignien erscheinen, die wir besorgen können. Sehr cool.
Das heißt, wir können jetzt nochmal auf die Boing-Boing-Insel. Wo müssen wir denn da jetzt hin? Da war das, ne? Das müsste die Boing-Boing-Insel sein. Oh, können wir hier wieder surfen? Oh, das wäre geil. Ah ne, es ist die Sanftfotoküste. Wutschatten am Strand. Da kommen wir da hoch? Nee. Ach, guck mal an. Wo waren denn hier die Blöcke? Hier waren doch irgendwo so Blöcke. Hier waren die Blöcke. Von wo kommt er von da? Komme ich denn... ihn denn dazu, dass er die Blöcke wegmacht hier. Junge. Boah, die Katze, was ist denn mit den Katzen passiert? Boah, Alter. Freunde, was geht hier ab? Okay, er kommt immer nur kurz. So, Fußschatten am Strand. Wie komme ich denn da hoch? Irgendwo eine... eine Röhre oder sowas? Hey. Müll. War ich ja schon. Schatten am Strand. Was sagt mir das? Ach, guck mal hier, da ist so ein... Male. Na, ja, lese etwas.
Oh, was ist das denn hier? Gegen die Zeit springen, hoch und schnell. Oh, okay. Okay, gar kein Problem für uns. Absolut skillig. So, 9 Insignien haben wir schon. Aber wie kommen wir an die? Beziehungsweise, was geht da ab? Werden uns die denn jetzt wieder angezeigt? Ne, Wutschatten am Strand. Können wir da irgendwas auswählen? Ne. Was ist denn hier unten überhaupt? Auftakt-Eiland. Okay. Alter, wie bedrohlich er da rumschwebt. Oh, gibt wieder Regen. Guck mal, da haben wir auch noch nicht alle von den Münzlis hier auf der Insel. Wo war das jetzt? Hier war das? Ja. Ach, guck an. Zerstöre die Wutblöcke. Das ist schon ewig cool gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Zwei müssen wir hier noch finden. Also zwei gute Münzen, meine ich. Wo können die denn mal noch sein? Gut an. Tanuki Mario ist also auch am Start. Oh Gott, komm schon. So, gibt's hier noch was? Wenn ihr eine Münze seht, schreit ihr, Freunde. Au. Ach nee, ich wollte mir doch... Ach Gott, ist die Katze jetzt eigentlich... Ja, okay, dann ist es weg. Jetzt habe ich es verstanden. So, aber wir gehen mal hier hoch. Ach, guck an. So. Gut, eine fehlt uns noch.
erstmal einmal nach oben, dass wir uns einen Überblick verschaffen. Ach, da ist sie. So, das waren die ersten 10 Insignien, die wir jetzt schon haben, Freunde. Ach, guck mal an, was ist das denn hier? Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Oh. Wo mag der mal der Schlüssel sein? Irgendwo oben. Da ist er, ich sehe ihn doch schon. Da haben wir ihn. Easy. Oh, 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 oh. Jetzt nach unten. Wo war denn der Käfig? Vergessen, wo der Käfig war. Da ist er. Nein! Ich darf nicht ins Wasser. Okay. Krass. Okay, ich darf also nicht ins Wasser. Sonst verliere ich den Schlüssel. Da haben wir sie. Dann gehen wir erstmal wieder baden, Junge. Bedeutet das jetzt, dass wir die abgeschlossen haben, die Welt? Beziehungsweise die Insel? Alter. Gott sei Dank, wie lange verfolgst du mich denn? Ich würde es ja bald mal vermuten, ne? Ich würde sagen, wir gehen da noch mal einmal rauf gucken, was das bedeutet. Aber ich glaube, das wird es sein. Los, nicht runterfallen, Freunde. Dieser Leuchtturm möchte Licht auf etwas werfen. Kennst du schon den Schnappschussmodus? Dank ihm kannst du während deines Abenteuers Erinnerungen festhalten. Drücke einfach nach unten,
um das Geschehen zu pausieren und ein paar Schnappschüsse zu machen. Na komm, kletter hoch da. Junge! Alter, was ist denn hier? So, Freunde, wir gucken mal. Ah, okay. Bedeutet das immer, wir haben die abgeschlossen? Ich glaube ja. Ja, das heißt, wir haben die Boing-Boing-Insel abgeschlossen. Und ich mache einmal kurz eine Pause und beende hier die YouTube-Folge. Ja. Richtig cooles Spiel, Freunde. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Auch dieses Open-Worldige finde ich sehr, sehr, sehr geil. Und, ja, wenn es euch genauso gut gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und wie es euch im Vergleich zu Super Mario 3D World gefällt. Und vielleicht auch im Vergleich zu Odyssey. Und außerdem würde ich mich über ein Abo freuen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Also, und besucht mich mal auf Twitch, Mensch. Vergesse ich immer total. www.twitch.tv/gerste-lp. Bis dahin.